Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr wundert euch wahrscheinlich, weil ihr kein Set seht, aber keine Sorge, es ist eins vorhanden. Und zwar mal was ganz anderes, nämlich ein gebautes Bild. Ja, ihr habt richtig gehört, ein gebautes Bild. Und zwar von Jexa oder Jeka. Die solche Bilder ja auch anbieten. Was ist daran ja besonders? Gibt es ja schon, jetzt sind wahrscheinlich auch von anderen Herstellern solche Bilder. Jeka oder Jeksa, wie ich es gern sage, das sind ja Steine aus Hongkong und die werden zum Zusätzlichen sicher noch miteinander verschraubt. Das sieht man hier oben. Seht ihr, dass eigentlich in jedem zweiten Loch eine kleine Schraube drin steckt? Wohl, verschrauben ist eigentlich falsch gesagt. Das ist so ein Kunststoffstift, den man reinsteckt und dann um 90 Grad verdreht. Also das ist die ganze Hexerei. Und ja, sie haben noch mehr von solchen Bildern. Ich habe noch eins im Hintergrund noch nicht aufgebaut, aber es wird passieren. Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass es auch mal was anderes gibt als Sets, die Platz im Regal wegnehmen. Was für mich auch noch besonders finde, eben man baut von unten nach oben. Und so sieht die Rückseite aus. Ihr seht, man hat ja zwei Stufen drin. Und hier so, nutzen sie es aus, dass die Steine Löcher haben in den Noppen. Dann kann man nämlich hier einen Faden durchziehen und das Bild wirklich ganz normal aufhängen. Wie jedes andere Bild auch, das man ja so kaufen kann. So. Ja, was gibt es zu dem Set zu sagen? Es geht gut zu bauen, wenn man mal die Anleitung verstanden hat. Die Anleitung ist so in Papierform. Ich würde aber extrem empfehlen, die Möglichkeit zu nutzen, die sie einem bieten und sie als PDF downzuladen. Weil die Farbdarstellung ist, ja, wie soll ich sagen, nicht gerade gut. Und es braucht ich habe eine Weile gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, wie genau die Anleitung funktioniert. Also eben zur Farbdarstellung. Hier seht ihr das Katzenbild und so. Ihr seht, es ist deutlich dunkler in der Anleitung selbst. Auf dem Titelbild ist es ist es heller dargestellt, aber wirklich helfen tut es einem nicht. Was ist speziell an der Anleitung? Man hat ja immer pro Reihe, die man baut, zwei Reihen, die sich, wie soll ich jetzt das erklären? In der oberen Reihe wird hier jetzt zum Beispiel immer schwarz, grau 9C, reddisch braun und weiß verbaut. Also in der oberen Reihe sind nur diese Farben dargestellt. In der unteren Reihe ist grau 11C, grau 5C, braun 15352C und Amber, was ich für mich immer so mit Gelb etwas übersetzt habe, verbaut. Und wird da dargestellt, wo es verbaut werden muss. Ganz am Anfang wird noch extra gezeigt, wie es mit dem Verschrauben geht. Also
diese genaue Anleitung mit der Darstellung hier vom Schraubenzieher, ja, die hat man nur einmal. Und hier wird es, hier seht ihr den QR-Code, wer ihn einscannen will für die Anleitung. Ich halte den mal rein. Und hier seht ihr auch eben, wie das mit dem Verschrauben der Teile geht. Später dann sieht das immer so aus. Also ihr seht Layer, also es wird eine Reihe gebaut, verschraubt. Dann werden hier zwei Reihen gebaut, verschraubt, zwei Reihen verschraubt. Es ist wirklich in der Regel so, dass zwei Reihen gebaut werden und dann wird verschraubt. Nur am Anfang und am Ende ist die Ausnahme. Da wird eine Reihe gebaut und verschraubt. Und hier unten sieht man die Angabe, dass hier die Zweierschrauben benutzt werden. Und hier unten sind die langen Schrauben, die zwei Reihen miteinander verbinden können. Also eben, es ist, wenn man sich mal in die an... Ah, und hier seht ihr sogar Anleitung, wie man die Schnur zu ziehen hat. Eben, dass man die Löcher ausnutzen soll, die es gibt. Was ihr auch wissen müsst, so designtechnisch, jetzt muss ich schauen, hier zum Beispiel, habt ihr diese lange weiße Linie. Da ist wirklich bei diesen langen geraden Linien, so lange ist auch keine Querverbindung vorhanden, weil hier im Innern des Bildes habt ihr nur eine Noppenbreite. Also da wird es teilweise schon etwas instabil. Da bin ich teilweise auch wirklich froh gewesen, dass ich die Schrauben zur Verfügung hatte. Aha, Scotty kommt mal wieder vorbei. Wo ist Scotty? Und weil es dann wenigstens ein bisschen stabiler geworden ist. Und tschüss. Hier unten könnt ihr nochmal sehen, hier sind nur schwarze Schrauben verbaut worden. Auch laut Anleitung. Und hier oben seht ihr, dass ihr immer Schrauben in der passenden Farbe verbaut. Also da haben sie wirklich dran gedacht, dass man Schrauben braucht, die von der Farbe her passen. Am Ende. Damit das ja auch gut aussehen. Dazwischen sind ganz normal die schwarzen Schrauben verbaut. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie viele Schrauben das verbaut werden müssen. Ich sage euch mal die Zahl. Also von den Schrauben, die nur... Also, zwei Reihen miteinander verbinden, werden 21 Schrauben verbaut. Von den Schrauben, die drei Reihen miteinander verbinden, wird eine weiße verbaut. 1074 schwarze, 17 dunkelgraue, 27 hellgraue. Jetzt muss ich mal kurz umblättern. Und 11 ganz hellgraue. Also mit. Hier habt ihr die Teileliste. Und hier nochmals. Also diese Anleitung ist vom Stil her, erinnert die mich massiv an eine IKEA-Anleitung. So blöd es sich anhört. So, was jetzt noch interessant sein könnte für euch, die Größe. Das Bild ist ziemlich genau 30 cm breit
Und um es ganz genau zu machen, 29,6 cm hoch, wenn man ohne Noppen misst. Mit Noppen sind es auch 30 cm. So, was kann ich sonst noch sagen? Ach ja, bevor ich es vergesse. Bei dem Set war ein Schraubenzieher dabei, so ein ganz kleiner mit blauem Griff, der ist unbrauchbar. Ich weiß nicht, warum die da den bei dem Set beigelegt haben. Bei den anderen Sets haben sie Schraubenzieher beigelegt, die wirklich gut sind, also die ich auch wirklich nur empfehlen kann. Da hat mein Bruder sogar schon zwei sich genommen. Ich habe bis jetzt insgesamt 3 Sets gebaut. 2 genommen, um sie in der Firma zu benutzen, weil er sagte, die haben eine praktische Größe, um irgendwas zu öffnen. Was ist bei Jexa auch noch speziell? Sie haben ja auch Tiermodelle. Also so, ich habe in einem anderen Video schon die Katze vorgestellt, die Scotty sehr ähnlich sieht. Okay, man könnte sagen, die sieht Scotty auch irgendwie ähnlich. Und wenn sie gleiche Modelle in verschiedenen Farben haben, sie nehmen einfach die Anleitung für eine Farbe und schreiben dann hin, zum Beispiel, stell dir das Dunkelgrau in Braun vor. Oder so. Also da nicht erschrecken, wenn auf der Anleitung andere Farben zu sehen sind, was die Teile angeht, als im Set enthalten sind. So. Das war es jetzt auch schon. Es ist wieder ein etwas kürzeres Video. Ich habe immer noch sehr viel zu tun mit Schreiben. Timeline ist Mitte August. Muss das Buch fertig geschrieben und mindestens einmal überarbeitet sein. Ihr seht, ich habe noch viel zu tun. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Genießt das hoffentlich schöne Sommerwetter, eure Jessica.